Hier ist Mr. Lagiol, heute mit Lagiotech 03. Deine Fragen, meine Antworten. In diesem Video heute geht es um drei Fragen. Einmal Medicina versus Made in France. Wo sind die Unterschiede? Wie kann ich das erkennen, ob das Taschenmesser aus Frankreich kommt oder aus China? Frage Nummer zwei, die Bilder in dem Shop. Original Lagiol.de. Sind das genau die Messer, die ich bekomme, wie abgebildet oder nicht? Und die dritte Frage, die Preisunterschiede bei den Schmieden. Es sind zwei Taschenmesser, die fast gleich sind, aus den gleichen Materialien. Dennoch sind die Preise unterschiedlich. Woran liegt das? Bis gleich. Aus der Reihe Lagiotech seht ihr heute das Video Nummer 03. In dieser Reihe erkläre ich immer oder gebe ich immer Antworten auf eure Fragen, die ihr entsprechend im Laufe der Zeit mir stellt und ich normalerweise telefonisch oder im Chat oder per E-Mail beantworte. Und aus diesen Fragen und Antworten habe ich jetzt eine Reihe gemacht, die nennt sich Lagiotech. Hier oben siehst du dann entsprechend die Kategorie, wo alle Videos zusammen sind, die zu dieser Kategorie Lagiotech gehören. Heute behandle ich drei Fragen und du kannst ja durch diese neue YouTube-Kapitel, die eingeführt wurden, direkt zu dem Kapitel springen, das dich interessiert. Da geht es so einmal um Medicina Made in France. Wo sind die Unterschiede? Was soll das Ganze? Dann geht es einmal um die Bilder in dem Shop Original Lagiol.de. Sind das die Bilder der Produkte, die du wirklich bekommst? Oder sind das nur Stellvertreterbilder? Und der letzte Punkt ist einfach der Preisunterschied. Wenn zwei Messer genau aussehen, gleich aussehen, warum kostet von der einen Schmiede mehr, von der anderen weniger? Ja, dann fangen wir jetzt mit der Nummer 1. Medicina versus Made in France. Es ist heute so, dass die Lagiol-Messer nicht geschützt sind und somit kann im Prinzip jeder ein Lagiol-Taschenmesser herstellen, ob es aus China, aus Afrika, aus Pakistan oder sogar auch aus Deutschland. Auch du könntest ein Lagiol-Taschenmesser machen, entsprechend Lagiol-Müller nennen. Das ist dir natürlich freigestellt, es ist nicht geschützt und es ist dennoch, egal aus welchem Land das kommt, ein Lagiol-Messer, ein Original-Lagiol-Messer. Und man unterscheidet im Prinzip bei den Lagiol-Messern nur den Ursprungsland. Wo kommt ein Lagiol-Messer her und nicht, ob es Lagiol echt oder unecht sind. Denn unechte Produkte können es nur von den Produkten geben, die geschützt sind. Zum Beispiel eine Marke Adidas, Mercedes, Boss, was auch immer. Produkte, die geschützt sind. Wenn man da entsprechend ein ähnliches, gleiches Produkt und genauso nennt, ist das entsprechend eine Kopie, ein nachgemachtes Produkt, ein ja, und das gibt es bei Lagiol nicht. Das heißt, selbst ein Lagiol made in China ist ein Original. Ein Original Lagiol aus China. In unserer Shop übrigens, originallagiol.de, verkaufen wir nur Lagiol-Messer, die in Frankreich hergestellt werden. Das prüfen wir auch, indem wir die Schmieden immer wieder besuchen und uns auch selbst davon überzeugen, dass die eine Werkstatt haben, die Messer auch dort hergestellt werden. Ja, das heißt, man spricht einfach davon, wo, in welchem Land das Messer hergestellt werden. Jetzt gibt es einen gewissen Kampf zwischen Thiers und Lagiol. Das heißt also, dass die Schmieden Lagiol einen Umkreis gemacht haben von 20, 30 Kilometer und möchten gerne, dass die nur die Messer, die aus dieser Region kommen in Lagiol, die echten Lagiol-Messer sind praktisch geografisch gebunden an einem entsprechenden Ort und die Messermacher aus Thiers möchten natürlich gerne, dass alle Messer, die in Frankreich hergestellt werden, also die Made in France sind, Lagiol-Messer genannt werden dürfen. Und da kämpft ein bisschen einer gegen den anderen. Die Geschichte ist sehr, sehr schwierig und kompliziert und mal wurden die Messer entsprechend früher in Lagiol gemacht, mal ist es da völlig verschwunden, dann ging das Ganze noch und die ganzen Messermacherei in Thiers und dort wurde natürlich Tation weiter am Leben erhalten, weil Thiers einfach die Messermacher-Hauptstadt in Frankreich ist und dann irgendwann in dem letzten Jahrhundert kamen die Messer wieder zurück nach Lagiol, werden dort auch hergestellt, aber natürlich die Messermacher in Thiers haben weiter Lagiol-Messer hergestellt und ja, da stoppt es der Kampf, wann darf ein Lagiol sich Lagiol nennen.
Ich habe festgestellt, dass für die Kunden in Deutschland einfach nur so ist, dass die gerne ein La Gueule Messe made in France haben, dass es im Prinzip völlig egal ist, ob das in La Gueule Dorf hergestellt wurde, 20 Kilometer entfernt oder 200 Kilometer entfernt in Thiers. Das ist den Kunden in Deutschland, meine Erfahrung bis jetzt nach, relativ schnups egal. Wichtig ist, dass es eben made in France ist und vor allem Handarbeit made in France ist, und das unterstütze ich an dieser Stelle. Das finde ich auch am allerwichtigsten. Für mich ist es sehr wichtig, dass wir hier auch unsere Tradition in Europa unterstützen und durch den Kauf von solchen Messer auch wirklich am Leben erhalten. Wir nehmen auch immer wieder auch kleine Schmieden im Programm, wie neulich zum Beispiel Armand Kazak. Das ist eine kleine Schmiede, teilweise Einmannbetriebe oder Familienbetriebe mit 2 bis 3 Mann. Und die wollen wir auch gerne natürlich unterstützen und am Leben erhalten, indem wir deren Produkte hier auf dem deutschen Markt verkaufen. Ich empfehle, respektiere auch diese Arbeit, die dort gemacht wird. Die Löhne da sind ungefähr so wie hier in Frankreich. Respektiere diese Arbeit und respektiere auch die Tradition und kaufe ein La Gueule made in France. Muss ja nicht von originallaguiole.de sein, da kannst du auch gerne bei den Mitbewerbern kaufen. Wichtig ist, bleib dabei, kaufe ein Produkt La Gueule made in France. Kommen wir zu der zweiten Frage, und zwar die Bilder im Shop. Wir haben da sehr viele und sehr schöne Bilder im Shop von den Produkten, die wir verkaufen. Und natürlich ist das Messer, das du bestellst, entspricht es nicht dem Bild. Das heißt, immer wenn die Produkte kommen, machen wir diese aufwendigen, sehr schönen Bilder, stellen die in dem Shop ein, und alle Messer, die danach verkauft werden, die werden nicht neu fotografiert. Das geht auch gar nicht. Das wäre auch von deiner Seite aus unbezahlbar, wenn wir jedes einzelne Messer so schön in Szene setzen, so schön fotografieren und verarbeiten. Das ist dann einfach vom Preis her nicht zu bezahlen. Das heißt, das allererste Messer, wenn es kommt und fotografiert ist, es ist genau das, das heißt, wenn du es kaufst, zufällig als erster, entspricht dem Bild der Messer, das du kaufst. Aber ansonsten bieten wir dir an, weil wir wissen, dass natürlich die Maserung, die Musterung immer anders ist. Deswegen bitten wir dir an, wenn du das Messer kaufen möchtest und du hast dich in einem Muster besonders verliebt und nicht in dem Messer als solches, dann frage uns, wir schicken dir gerne von den Produkten, die wir auf Lager haben, ein Foto, ein Handyfoto, dass wir mit dem Handy schnell machen im Lager. Aber da siehst du schon mal die Maserung, da siehst du schon mal, ob dir das gefallen könnte. Und dann bist du nicht enttäuscht, wenn du das Taschenmesser bekommst. Wenn man sich unsere Bewertungen anschaut, sind die meisten Kunden eigentlich positiv überrascht. Die finden das Messer in Wirklichkeit noch viel schöner als auf den Bildern. Finde ich total schön. Aber es gibt immer wieder auch manche, die sich in eine bestimmte Maserung verlieben und nicht in dem Messer als solches. Ja? Und ich finde diese Maserung besonders toll. Und das war einfach Zufall, dass wir zu dem Zeitpunkt das Taschenmesser mit dieser Maserung bekommen haben. Es ist nicht so, dass wir 20 gleiche Messer bekommen und diese dann durchsuchen und das Schönste nehmen und die anderen sind nicht schön. Das stimmt nicht, sondern wir nehmen einfach das Erste, was kommt, und fotografieren das. Und wenn du dich in diese Maserung verliebt hast, dann bitte fordere ein Foto an, damit du siehst, wie die Produkte, die wir auf Lager haben, aussehen. Das ist auch ein kostenloser Dienst von uns, und das machen wir sehr gerne für dich. Und die letzte Frage ist dann die Preisunterschiede. Wir haben oft, es ist ja so, dass viele Messer aus Olivenholz gemacht werden oder aus Horn. Das sind so die typischen Materialien, Wacholder. Und die sind bei allen Schmieden zu finden. Und wenn man natürlich direkt nebeneinander stellt, da sieht man, okay, wir haben hier ein La Gueule Taschenmesser mit Horn. Hier auch ein La Gueule Taschenmesser mit Horn, mit gelochierter Rücken. Relativ einfache Biene. Die kann man super miteinander vergleichen. Warum kostet das eine 10, 20, 30 Euro mehr als das andere? Nun, ich vergleiche immer wieder die La Gueule Schmieden wie mit den Autos. Wir haben da ein Skoda, ein Mercedes, ein BMW, und genauso sind auch die Preisstrukturen bei den Schmieden. Das heißt, wir haben Schmieden, die sind wie ein Mercedes, und dann bezahle ich da auch entsprechend für den Namen etwas. Ja, das ist eine andere Schmiede, die legt vielleicht nicht so viel der Schwerpunkt auf die Qualität vielleicht, und deswegen ist es ein bisschen weniger
vom Preis her. Die haben auch nicht so den Namen, die haben auch nicht so viel Marketing und deswegen die sind so bekannt und aus dem Grund bezahlt man dafür den Namen nicht so viel. Das ist der eine Unterschied, also der Name, den man mitbezahlt über das Messen. Der zweite Unterschied ist natürlich, dass die großen Firmen sehr viel Ware kaufen können, sie auf Lager kaufen können und sind somit nicht so abhängig von den Schwankungen der Grundmaterialien. Gerade der Stahl hat sich auch in der letzten Zeit sehr stark verändert im Preis, wie auch die einzelnen Materialien, die immer wieder dadurch, dass die Chinesen diese Materialien auch sehr stark kaufen, sind die Preise in Afrika und Südamerika, gerade von diesen besonderen Hölzern, nicht so sehr bei Olivenholz und Horn, aber bei anderen, zum Beispiel Büffelhorn, bekommen wir heute sehr schwer. Da haben sich die Preise sehr, sehr stark verändert, weil die Nachfrage gerade aus China sehr stark ist. Da beginnt die Mittelschicht sich aufzubauen in China, die auch über gewisse Geldmenge verfügt, können sich entsprechend teurere, schönere Sachen leisten, so wie hier bei uns in Europa auch der Fall war, und dann steigt da entsprechend der Bedarf nach höherwertigeren Produkten, unter anderem auch nach solchen mit Hölz aus Afrika oder Südamerika, und aus dem Grund schwanken die Preise immer, und die großen Firmen, die großen Schmieden können sich entsprechend ganze Lager an solche Hölzer legen, wenn die günstiger sind, während die kleineren Schmieden immer an alle Schwankungen natürlich angewiesen, anpassen müssen, sodass da auch viel mehr Preisdifferenzen gibt bei den kleineren Schmieden als bei den größeren Schmieden. Das ist also der zweite Grund. Und der dritte Grund ist die Verarbeitung. Das heißt also, dass manche Firmen mehr Wert legen auf die Verarbeitung. Das heißt, wenn man sich das Messer im Detail guckt, das heißt, von Weitem, wenn man sich die Bilder anschaut, sehen beide, okay, ähnliche Biene, ähnliche Material, Olivenholz, also warum kosten die mehr? Wenn man sich aber das Messer in der Hand nimmt und sich anguckt. Deswegen mache ich auch so viele Videos zu allen möglichen Produkten, weil da kann man die auch viel besser sehen. Ich drehe die Messer auch immer wieder, sodass du auch in Detail sehen kannst. Du kannst auch ein bisschen vergrößern. Und da sieht man im Detail, wo genau die Unterschiede sind. Da ein bisschen diese Fuge zwischen Holz und Metall noch ein bisschen besser ist, noch ein bisschen kleiner, noch ein bisschen genauer. Die Gilochage ist noch ein bisschen feiner. Und da liegen da wirklich die Unterschiede. Die Biene mag von außen zwar ähnlich, von Weitem ähnlich aussehen, aber wenn man sich anguckt aus der Nähe, ist noch mal ein bisschen weniger poliert. Das Messer öffnet und schließt noch ein bisschen besser als das andere. Und das andere hakt ein bisschen. Also da sind es immer so, natürlich auch einen Preis nach oben Passungen vorzunehmen, dann kostet das Messer auch entsprechend mehr. Deswegen kann man so nicht unbedingt immer sagen, dass das eine Taschenmesser mehr kostet. Und das ist vielleicht schlecht oder gut. Da am besten, man hält das ja natürlich in der Hand und guckt und vergleicht. Und ich hoffe, dass auch genügend Videos mit der Zeit entstehen, dass du auch aufgrund der Videos diese Messer mal direkt sehen kannst. Ansonsten, wie bei der Frage 2 gesagt schon, lass die Bilder schicken, da kann man auch einiges erkennen. Auch wenn wir die schnell mit dem Video, mit dem Fotoapparat machen, also nicht mit dem Foto, mit dem iPhone oder mit dem Handy machen, auch da kann man die vergrößern und vielleicht das eine oder andere auch noch erkennen. In diesem Sinne verbleibe ich bis zum nächsten Lagiotech-Video. Bis demnächst mal.